Also ich glaube, man muss das Leben umarmen, selbst wenn sich das Schicksal manchmal wie so ein Arschloch anfühlt. Also wenn einfach so total negative Dinge passieren, dann geht es, glaube ich, trotzdem darum, der Gestalter des eigenen Lebens zu sein. Dass ich also nicht nur das so passiv erleide, sondern dass ich versuche, das Beste irgendwie daraus zu machen. Ich bin René Träder. Ich habe zwei berufliche Hintergründe. Der eine ist der journalistische und der andere ist der psychologische. Ich befasse mich mit den Themen Achtsamkeit und Resilienz. Ich bin im Radio aktiv, in der Podcast-Szene und ich gebe Workshops zum Beispiel für Unternehmen und mache Coachings in genau diesen Bereichen. Als ich irgendwann mal mir überlegt habe, keinen Journalismus mehr zu machen, weil ich habe mit 30 gekündigt und bin studieren gegangen, dachte ich, ich würde das so ein bisschen wegschmeißen. Und dann habe ich mit der Zeit einfach festgestellt, dass ja ganz viel in mir drinsteckt, was ich gelernt habe im Journalismus und dass es zu mir gehört und dass ich einfach Psychologie gar nicht machen kann ohne Journalismus und umgekehrt inzwischen auch. Das heißt, dass irgendwann für mich klar war, ich will gerne diese spannenden Themen, die es gibt in der Psychologie, raustragen in die Welt und so erzählen, dass andere Menschen was verstehen können und das nutzen können. Und da sehe ich immer so meine Rolle drin. Und es befruchtet sich aber gegenseitig. Also plötzlich erzähle ich im Radio oder im Podcast was über Psychologie und ich merke, wenn ich in Unternehmen bin, benutze ich mein Werkzeug aus dem Journalismus und erzähle vielleicht anders meine Inhalte oder meine Vorträge. Und so ist jetzt eine Person daraus irgendwie geworden. Das ist ganz schön zusammengeschmolzen, was ich anfangs gar nicht gedacht hatte. Achtsamkeit heißt ja erstmal nur, dass man im Hier und Jetzt ist und dass man nicht in der Vergangenheit ist, nicht im Gestern rumwühlt. Und gestern kann ja alles bedeuten. Das kann ja wirklich das Gestern sein, das kann aber auch meine Kindheit sein. Und dass man auch nicht in der Zukunft so viel abhängt und sich Sorgen macht und grübelt über die Dinge, die passieren könnten. Oder auch schon, wenn man zum Beispiel Konflikte hat, dass man so Streitgespräche nicht endlos, die passieren könnten, so durchdiskutiert. Und es klappt nicht immer. Und es macht auch Sinn, in die Vergangenheit bewusst zu schauen und sich zu fragen, wer bin ich eigentlich? Warum bin ich so, wie ich bin? Oder auch in die Zukunft zu schauen, was will ich? Aber das halt immer bewusst und nicht so autopilotmäßig, dass mich irgendwelche Gefühle triggern oder dass mich irgendwelche Gedanken anschubsen und ich automatisch immer wieder rauskomme aus dem Hier und Jetzt, weil dann verpasse ich ganz viel von dem, was gerade da ist. Also ich glaube, jede Situation ist so eine Einladung für Achtsamkeit. Auch wenn du an der Ampel stehst und es ist rot, auch als Fußgänger, als Fahrradfahrer, als Autofahrer, dann ist es eine Einladung, entweder sich zum Ärgern und zu sagen, so eine Kack-Ampelschaltung, aber es ist genauso auch eine Einladung für Achtsamkeit, dass ich sage, okay, ich stehe jetzt hier, ich kann jetzt hier nicht weg und ich höre einfach mal kurz in mich hinein, wie geht es mir denn gerade? Oder eine Sache, die man ganz wunderbar auch wirklich trainieren kann, ist zu sagen, immer wenn ich eine rote Ampel sehe, lächle ich ein ganz kleines bisschen. Und entweder nur so innerlich oder tatsächlich mit meinem Mund. Und was verändert das? Also wie verändert das einfach den Blick auf den Tag und den Blick aufs Leben? Ich habe dir ein Tütchen mitgebracht mit, kannst du es erkennen? Mungobohnen. Ja genau, es sind Bohnen. Bohnen. Die gebe ich dir mal. Und die Übung geht so, du steckst dir diese 5 Bohnen in eine Hosentasche, zum Beispiel morgens. Und im Laufe des Tages, immer wenn du irgendwas Schönes erlebst, wenn du ein gutes Gefühl hast, dann nimmst du eine Bohne und packst sie in die andere Hosentasche. Und am Ende des Tages hast du dann möglicherweise ganz bewusst 5 schöne, bewusste Erlebnisse gehabt. Du kannst auch da eine Challenge draus machen. Vielleicht sagst du irgendwann, ich will jetzt erhöhen auf 6 oder auf 10 Bohnen. Und wenn man am Ende des Tages merkt, oh je, hier sind immer noch 3 Bohnen in der Tasche von heute früh, dann kann man auch ganz bewusst sagen, wie könnte ich mir denn jetzt, bevor ich schlafen gehe, noch einen schönen Moment schaffen, sodass eine Bohne noch rüberwandern kann. Also das ist zum Beispiel so eine schöne kleine Achtsamkeitsübung. Wenn man morgens aufsteht,
kann man sich ja auch mal ganz bewusst beobachten, wie eigentlich so die erste Stunde des Tages abläuft. Also gehe ich so schlafwandlerisch gleich zum Handy und check so, was ist in der Welt los? Oder lasse ich vielleicht den Flugmodus erstmal drin und frage mich, wie will ich denn eigentlich in den Tag starten? Und Achtsamkeit beginnt immer dann, wenn ich den Autopiloten ausmache, also wenn ich nicht automatisch handle, sondern wenn ich ganz bewusst meine Sinne anmache. Also hören, sehen, fühlen, schmecken, riechen. Und ganz viele Menschen kochen sich früh einen Kaffee oder einen Tee. Und man kann hier ganz bewusst diese fünf Sinne mal erfahren. Und zwar einfach, indem man, ich habe zum Beispiel meinen Kaffee in so eine Blechdose. Und dass man sich diese Blechdose nimmt und nicht einfach nur aufmacht, zack, Kaffee und hinterkippen, sondern dass man wirklich erstmal diese Dose fühlt oder das Gewicht der Dose oder auch das aus Metall. Das heißt, sie ist ein bisschen kühl erstmal, das also so zu spüren. Dann kann man die so ein bisschen schütteln und dann hört man was. Dann kann man sie aufdrehen, auch das macht ein Geräusch und sich darauf zu konzentrieren. Aha, jetzt geht's los. Und schon wenn sie nur so ein bisschen offen ist, dann strömt schon der Duft so raus und man nimmt schon dieses Kaffeearoma wahr und dann kann man das aufgießen und wenn man das Wasser raufkippt, dann macht es ja auch Geräusche und sich darauf zu konzentrieren, den Dampf zu sehen. Also sozusagen ein bisschen zu entschleunigen und die Alltagshandlung, die man macht, wirklich bewusst zu machen und dann auch den ersten Schluck so ganz bewusst zu nehmen und diese Aromen zu spüren. Und das verändert total viel im Vergleich zu einem Coffee to go, den man sich mal eben so holt und dann trinkt beim Gehen und wegschmeißt. Eine Sache ist ja, wenn wir in der S-Bahn sitzen oder überhaupt irgendwo warten, dass wir das Handy immer so schnell rausziehen und Nachrichten schreiben oder gucken, ob was passiert ist. Und das ist eigentlich so verrückt, weil es ist ja unsere Zeit und wir können sie als unsere Zeit benutzen und müssen uns halt nicht so regieren lassen von irgendwelchen Handlungen, sondern uns überlegen, was mache ich? Ich würde vorschlagen, das mal so wie so ein Experiment zu sehen. Also zu sagen, okay, ich will jetzt mal vielleicht bis zum Mittag oder bis zum Abend nicht ans Handy gehen oder die erste Stunde des Tages, die letzte Stunde des Tages oder während ich in der Bahn bin, will ich mal nicht ans Handy gehen und sich dann aber auch eine Alternative zu überlegen. Also nicht dieses, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, was ich tun soll, sondern zu sagen, in der Zeit will ich bewusst was essen oder ich will selbst was schreiben, ich will ein Buch lesen, ich will rausschauen, ich will die Augen zumachen und vor mich hin träumen und eigentlich als Lebensqualität zu empfinden, nicht immer erreichbar zu sein, nicht immer alles mitzukriegen. Das sind ja manchmal auch belastende Dinge, die man mitkriegt, durch die Nachrichten zum Beispiel. Und dann mit der Zeit auch die Erfahrung zu machen, dass das wirklich schön sein kann. Ich habe bei mir zum Beispiel gerade so eine kleine Challenge draus gemacht, weil ich mir vorgenommen habe, ein bisschen mehr Bewegung in meinen Alltag zu bringen. Und das kann man ganz wunderbar machen, indem man zum Beispiel sagt, ich mache immer kleine Handlungen, also Micro-Actions heißt das, dass ich nicht ein krasses Sportprogramm mir überlege und sage, ich muss jetzt jeden Tag 5 Stunden trainieren, sondern dass ich mich immer wieder im Alltag frage, wie kann ich gerade eine gute Entscheidung treffen, um meinem Ziel ein bisschen näher zu kommen? Und ich habe mir zum Beispiel eine App runtergeladen, die meine Schritte zählt. Und das fand ich total spannend, einfach zu sehen, am Ende des Tages, wie viele Schritte bin ich gelaufen? Und das motiviert mich zum Beispiel zu sagen, ach nee, ich steige jetzt nicht in die Bahn ein oder ich steige eine Station früher aus und spaziere jetzt bewusst und nehme mir diese Zeit, um das zum Beispiel zu machen. Es heißt ja immer, man soll so 10.000 Schritte pro Tag gehen. Und ich fand, das war eine riesige Zahl. So, wie viel ist das eigentlich? Und dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht so viel. So 2 Stunden eigentlich nur. Und ich finde, das kann man eigentlich ganz gut schaffen. Und jetzt habe ich meine App umgestellt, dass sie jetzt schon bei 11.000 Schritten ist, weil ich denke, jetzt will ich die nächste Stufe regelmäßig wirklich schaffen. Und spazieren ist ja was ganz Tolles, weil die Gedanken dadurch ja wirklich anders werden und man so rauskommt von seinem Büro. Ich arbeite ja auch viel im Homeoffice zum Beispiel, wenn ich Dinge ausarbeite. Und so rauszugehen und zu spazieren, ändert ganz viel plötzlich. Ich glaube, Achtsamkeit ist ja erstmal gar nichts, was so altersgebunden ist. Ich glaube, egal ob man 8 ist oder 18 oder 80, Achtsamkeit kann man eigentlich immer leben. Und es geht ja eigentlich mit Achtsamkeit los. Wenn wir geboren werden als kleine Babys, sind wir ja super achtsam. So ein Bauklotz ist für uns die ganze Welt und wir können uns damit wunderbar beschäftigen und den schmeißen und gucken, wie fällt der, wie fühlt er sich an, reinbeißen, was hat er für einen Geschmack. Und wir verlernen das irgendwann mit der Zeit, so diese Achtsamkeit, weil andere Dinge wichtiger werden oder scheinbar wichtiger sind. Und ich glaube, darum geht es immer wieder, sich rückzubesinnen. Es gibt
im übertragenen Sinne einen Muskel für Achtsamkeit, und zwar ist das das Atmen. Und zwar immer, wenn wir atmen, verbinden wir uns eigentlich mit uns selbst und auch mit dem Hier und Jetzt, weil wir können nur im Hier und Jetzt atmen. Ich kann nicht gestern atmen und nicht morgen atmen, sondern ich kann immer nur im Hier und Jetzt atmen. Und in dem Moment, wo ich mich also hinsetze oder stelle oder lege und ganz bewusst atme, in den Bauch atme zum Beispiel und das einfach so spüre, dann bin ich automatisch im Hier und Jetzt und denke nicht über tausend andere Sachen nach. Ich glaube, auch viele Leute kommen das erste Mal mit Achtsamkeit in Berührung, weil sie das wie so eine Droge für sich nutzen wollen, wie so ein extra Kaffee oder wie so ein Energy Drink, weil sie nämlich spüren, ich komme mit meinen Kräften nicht mehr klar oder die reichen nicht mehr aus, um das alles unter einen Hut zu bringen. Und oftmals wird das erst wie so ein Doping verstanden, dass man also mehr Kraft hat, mehr Energie hat, kreativer ist, länger durchhält, besser schlafen kann. Und wenn man das aber eine Weile macht, dann stellt man plötzlich fest, die Lebensqualität verändert sich. Und die Dinge machen an sich mehr Freude, machen an sich mehr Spaß. Und dann geht es gar nicht darum, diese Droge Achtsamkeit zu machen, also zu meditieren, um leistungsfähiger zu sein, sondern zu meditieren, weil ich mich dadurch wohlfühle. Meditation heißt eigentlich sowas wie Nachsinnen oder Nachdenken. Eigentlich ein komischer Begriff erstmal, weil man verbindet ja Meditation eben nicht mit Denken, sondern das Gegenteil davon. Aber eigentlich heißt es eben, dass man sich konzentriert auf etwas, dass man den Fokus auf etwas legt. Und das bedeutet halt einfach nur, dass ich mich entscheide, achtsam zum Beispiel zu sein auf meinen Körper, auf mein Atmen, auf den Moment. Und Meditation ist eine Form der Achtsamkeit. Aber eine andere Form der Meditation ist zum Beispiel auch, bewusst zu gehen, also eine Gehmeditation zu machen. Oder auch dieses Kaffeebeispiel, am Kaffee zu riechen. Auch das ist eine Form der Meditation. Also man muss nicht im Schneidersitz sitzen und so ganz klassisch meditieren. Man kann tausendmal im Alltag meditieren, indem man sich auf das fokussiert, was gerade da ist und seine Aufmerksamkeit darauf bewusst lenkt. Eine Podcast-Hörerin hat mir neulich geschrieben, dass sie die Impulse, die ich erzähle über Achtsamkeit, total spannend findet und verwendet. Und dann meinte sie, aber du bist halt ein glücklicher Mensch, René, und ich bin ein unglücklicher Mensch. Ich bin unzufrieden mit meinem Körper, ich bin unzufrieden mit meinem Leben, was passiert ist, und darum ist es so schwer für mich. Und dann habe ich nachgedacht, als ich diese E-Mail gelesen habe, und dachte mir, aha, ist ja interessant. Also, wie kommt sie denn darauf, dass ich glücklich bin eigentlich? Also woran macht sie das eigentlich fest? Und ich habe überlegt, bin ich glücklich? Und ich glaube, ja, ich bin glücklich, aber ich bin ganz vieles. Also ich bin auch mal wütend und ich bin traurig und enttäuscht und mich ärgern Dinge. Oder ich denke auch mal, Mann, wie soll ich das eigentlich hinkriegen? Also ich gehe halt auch nicht 24 Stunden am Tag durch die Welt und denke, mega happy, alles ist toll. Also ich glaube eher, ich bin ganz vieles und glücklich sein ist eine Sache. Aber ich würde vielleicht eher sagen, ich bin optimistisch. Also ich glaube, ich bin jemand, der, selbst wenn die Dinge nicht so gut laufen, irgendwie glaubt, dass es irgendwie entweder sinnvoll ist, im Sinne von, ich kann mich jetzt wirklich entwickeln dadurch, oder dass es irgendwie auch ein Ruf der Zeit dann so, dass ich was verändern muss oder dass ich daran wachse. Und dann ist Glück, glaube ich, doch ein Element davon, weil das ja auch glücklich macht, wenn ich merke, ich kann was verändern, ich kann was gestalten und ich werde Herr meiner Situation. Und ich glaube aber auch, dass Achtsamkeit tatsächlich auch so ein Element ist, um Glück zu empfinden. Und es sind so viele kleine Dinge, die so im Laufe eines Lebens passieren. Und ich glaube, es ist sinnvoll für mich immer wieder darauf zu schauen und sich darüber auch bewusst zu freuen. Das ist es, glaube ich, so eine aktive Haltung ganz häufig.